Irgendwann ist es soweit und man muss mal aufräumen. Das gilt für Adobe Connect Meetingräume genauso wie für Schreibtische. Ich bin im Trainingsraum Adobe Connect 13, sieht man hier oben in der Ecke. Auf der rechten Seite sieht man mehrere Layouts und ich klicke einmal auf das obere Layout. Ich sehe, hier gibt es ein beschriftetes Whiteboard und einen Chat, wo etwas drin steht. Einen Chat zu löschen ist einfach. Ich klicke auf die drei Punkte oben rechts im Chatfenster und sage Chat löschen. Dann ist der Chat leer. Ein beschriftetes Whiteboard zu löschen ist ebenfalls einfach. Ich klicke im Whiteboard-Pod links auf das kleine Zeichen für Auswahl und kann dann die komplette Fläche markieren. Und hier gibt es einen kleinen stilisierten Mülleimer unten links. Wenn ich da drauf klicke, ist das Whiteboard wieder leer. Wenn ich das ganze Layout nicht mehr brauche, dann kann ich auf das Layout mit der Maus drauffahren. Dann erscheint oben rechts ein kleines Kreuz und damit kann ich das Layout löschen. Jetzt habe ich einige Layouts gelöscht, auf denen Pods vorhanden waren. Und diese Pods brauche ich unter Umständen nicht mehr. Ich kann Pods löschen, indem ich hier auf die neun Punkte klicke. Wir gucken einmal zum Vergleich. Unter Freigabe stehen jetzt im Moment unfassbar viele Pods, die ich irgendwann einmal angelegt habe. Wenn ich dann heruntergehe bis Pods verwalten, dann kann ich hier draufklicken und kann entweder einzelne Pods löschen, also auswählen und dann den kleinen Mülleimer anklicken, oder ich klicke auf nicht verwendete auswählen, stelle dann fest, es gibt eine ganze Menge Pods, die im Moment auf keinem einzigen Layout vertreten sind, und wenn ich die alle lösche, dann ist die Auswahl, wenn ich oben auf die neun Punkte klicke, schon sehr viel übersichtlicher. Denn jetzt sind unter Freigabe nur noch fünf Pods zu finden. Ich öffne mal eine Freigabe und stoße auf das nächste Problem. Wenn ich ein Dokument öffnen möchte, wird mir der Verlauf vorgeschlagen, wo alle Dokumente vorhanden sind, die ich jemals in diesen Raum hochgeladen habe. Und das sind unter Umständen viele. Hier gibt es tatsächlich keine praktische Möglichkeit aufzuräumen, sondern ich kann nur einzelne Dokumente anklicken und noch nicht einmal mehrere gleichzeitig und hier Löschen auswählen. Das ist eine etwas langwierige Angelegenheit. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall, das hin und wieder mal zu machen, bevor der Verlauf so voll ist, dass es vollkommen unübersichtlich wird. Wenn ich diese Dokumente alle gelöscht habe, ist trotzdem alles das, was ich hochgeladen habe, noch im Raum verfügbar. Es wird mir nicht mehr als Verlauf vorgeschlagen, aber es ist nicht weg. Es befindet sich noch auf dem Server, auf dem die Adobe Connect-Instanz läuft. Richtig nachhaltig aus dem Raum etwas löschen, kann ich im Raum direkt gar nicht. Was ich machen muss, ist Folgendes. Ich klicke hier auf Trainingsraum Adobe Connect 13 und wähle aus Meeting-Informationen verwalten. Dann öffnet sich mein Internetbrowser und ich komme auf die Administrationsoberfläche zu dem jeweiligen Raum. Hier finde ich einen Ordner hochgeladene Materialien. Ich da drauf klicke, dann finde ich alles, was ich in diesen Raum jemals hochgeladen habe. Das kann eine ganze Menge sein. Und jetzt kann ich anfangen, diese Dateien zu löschen, auch hier muss ich alle einzeln anklicken und löschen. Ich kann auswählen, ob ich eventuell nach bestimmten Kriterien vorgehen möchte. Ich kann hier auf Geändert anklicken, dann werden mir die ältesten Dateien angezeigt oder die neuesten.
Es ist oft sinnvoll, auf die Größe zu achten. Wenn ich hier Dateien habe, die 20, 30 Kilobyte groß sind, die nehmen nicht viel Speicherplatz weg. Wenn ich hier welche habe, die 80 Megabyte groß sind, dann sollte ich die vielleicht einmal löschen. Die größten Dateien sind oft auch Präsentationen, von denen man selbst oder auch ein extern beauftragter Referent oder eine Referentin nicht möchte, dass die irgendwo gespeichert sind. Die kann man dann hier auf der Administrationsoberfläche nachhaltig von dem Rechner löschen, auf dem das Adobe Connect-System läuft. Noch einmal zusammenfassend.